Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Telekolleg Vim. Vim ist ein besonderes Stück Software. Viele hassen es, viele lieben es und die meisten von uns sind unfreiwillig damit in Berührung gekommen. Ich zitiere kurz aus der Wikipedia. Vim ist die Weiterentwicklung des Texteditors VI. Wir haben es hier also mit einem Texteditor zu tun. Wer bei Texteditoren an solche Dinge wie den Windows Editor denkt, wird beim Anblick von Vim verstört sein. Und ich warne gleich vorweg. Das hektische und panische, oftmalige Drücken der Escape-Taste ist völlig normal und gehört einfach zur Vim-Experience dazu. Ich habe mir hierzu mal ein Terminal geöffnet. Oh, es geht schon los. Die meisten von uns kennen Vim daher, dass sie irgendwas Lustiges auf Linux installiert haben und in der Anleitung steht, tippen sie Vim und dann den Namen des Files, das sie bearbeiten wollen. Und das File öffnet sich und niemand weiß, wie man das wieder rückgängig macht, wie man diesen Editor schließen soll. Deshalb gleich das Wichtigste vorweg. Vim schließt man immer mit Doppelpunkt Q Ausrufezeichen. Warum das Ausrufezeichen? Um seinem Argument Q Nachdruck zu verleihen. Doppelpunkt Q schließt das File allerdings nur, ohne es zu speichern. Für die meisten von uns ist das genau der richtige Weg und ein Ausrufezeichen dahinter ist gut. Ich probiere es gerade mal. Gehen eigentlich auch mehrere? Nein, gehen leider nicht. Also müssen wir uns mit einem Ausrufezeichen genügen. Begnügen. Aber für Menschen wie mich, die das Ding jeden Tag benutzen, eröffnen sich mit Vim sehr schöne Möglichkeiten. Vim ist eigentlich ein ziemlich geiler Editor, weil er sich mit lustigen Tastenkombis sehr schnell bedienen lässt, sehr komfortabel bedienen lässt und man viele Sachen automatisieren kann, wenn man einige Files mit den gleichen Änderungen hat. Deswegen hier das Wichtigste in Kürze. Was die meisten User sehr verwirrt am Anfang ist, dass Vim einen nicht einfach drauf lostippen lässt, wenn man das File geöffnet hat. Man befindet sich in einem, nennen wir es mal visuellen Modus am Anfang. Also der Standardmodus, den man durch mehrmaliges Drücken der Escape-Taste erreicht. Wir nennen diesen Modus lieber den normalen Modus, nicht den visuellen, weil das ist schon belegt. Wir befinden uns im normalen Modus. Dieser normale Modus lässt uns aber nicht schreiben. Wenn wir etwas schreiben wollen, also inserten in das File, müssen wir erst die I-Taste drücken. Ist doch völlig klar. Wie gehen wir aus diesem Insert-Mode wieder raus? Genau, wir drücken Escape, gerne auch mehrmals hektisch und panisch. Wenn wir aber I für Insert gedrückt haben, können wir für gewöhnlich mit den Pfeiltasten dadurch navigieren, wie in jedem normalen File auch. Außer, das hat gerade keine Lust über mir. Nein, es funktioniert. Können uns hier lustig mit den Pfeiltasten durchnavigieren. Und dann, wie gewohnt, mit Entfernen, Sachen entfernen oder mit Backspace und neu tippen. Oder man nutzt die Magie von VI. Wir drücken also mal panisch Escape. So, sind wieder im normalen Modus. Vim bietet einem die Möglichkeit, ganze Wörter, ganze Zeilen, mehrere Wörter auf einmal zu löschen, zu ersetzen. Wir können auch Z-Kommandos direkt absetzen. Oh ja,
Vim hat eine eigene Kommandozeile, wo wir Vim-Kommandos eingeben können. Diese öffnen wir natürlich mit dem Doppelpunkt. Tippt man einen Doppelpunkt, erscheint unten am Rand eine kleine Kommandozeile und wir können hier Vim-Kommandos eingeben. Und die sind mit Verlaub gesagt mannigfaltig. Ich muss kurz mal hier, ich habe mir ein paar aufgeschrieben. Wir können diese gewohnten Set-Kommandos wie /Suchwort/Ersetzung/ eingeben. Gern auch nur auf eine bestimmte Range in dem File oder nur beim ersten Auftreten, bei jedem Auftreten, case-sensitiv, nicht case-sensitiv. Man kann sich da völlig austoben. Und wenn man nun sich ausgetobt hat, ich verlinke da auch ein schönes kleines Cheat-Sheet wahrscheinlich in den Shownotes, wenn ich dran denke, dann, wenn wir fertig sind mit der Bearbeitung, drücken wir, wie wir es gelernt haben, mehrmals panisch Escape und überlegen uns jetzt, wie speichern und schließen wir das. Speichern und schließen gibt es mehrere Möglichkeiten zu. Es gibt die elegante Methode. Wir tippen Doppelpunkt, weil wir ein Kommando eingeben wollen. Drücken W zum Speichern. Gerne auch noch mit einem Ausrufezeichen, weil alles besser mit einem Ausrufezeichen wird. Drücken Enter und unser File ist geschrieben. Jetzt können wir es mit Doppelpunkt Q Ausrufezeichen schließen. Oder wir sind von der schnellen Truppe und wollen keine Zeit mit zwei oder drei überflüssigen Zeichen verschwenden und drücken Shift ZZ. Shift ZZ speichert und beendet. Das heißt, wenn ihr das nächste Mal aus Versehen VI geöffnet habt, habt ihr jetzt die Möglichkeit, es panisch zu schließen mit Doppelpunkt Q Ausrufezeichen oder es zu bearbeiten und mit Shift ZZ panisch schnell zu beenden. Ist das nicht super? Unser Bildungsauftrag wäre hiermit erfüllt. Ich bin am Überlegen, eine Serie über Vim zu machen. Das könnte wirklich großartig werden. Ich habe da einige Kollegen heute mal befragt, was so ihre absurdesten... ich fragte nach absurdesten Vim-Kommandos wären. Sie guckten alle sehr verwirrt und sagten, naja, absurd ist davon ja eigentlich nichts. Deshalb habe ich meine Frage konkretisieren musste und sagte, was sind eure wichtigsten Vim-Kommandos für Fortgeschrittene? Und was dabei rauskam, da könnten wir doch mal eine Folge zu machen. Also insgesamt ein toller Editor. Lasst euch davon nicht verstören. Er ist besser als jeder andere Editor. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss.